Ja, wir sind zurück, Mann. Und heute geht's in Shy Guys Beach. Denn hier haben wir das nächste Secret, das vierte Level. Und es war. Ich glaube. Warte mal, wohin müssen wir mit diesem Ding? Also, auf jeden Fall haben wir jetzt hier einen P-Switch, der hier sonst vorher nicht war. Moment. Bin ich jetzt noch vorbei? Ich. Das ist überhaupt keine Orientierung mehr. Genau, hier. Ich bin schon voll ohne weitergegangen. So, warte, ich glaube, ich weiß es noch. Das war auf jeden Fall das erste Secret, was ich rausbekommen habe. Beim Suchen, das weiß ich noch. Boah, und die waren alle schwer zu finden. Boah. Hier, hier. Und dann hier, genau. Jo, jo, jo. Okay. Das führt uns zu Level 4. Der Secret Exit. Der ist doch Secret Exit. Top Secret Area Spaß. So kann man das nennen. Hier werde ich noch mit Items ausgerüstet. Zumindest ein Pilz. Oh, hi, Mr. Klempner. Ready for a Bonus Challenge? Okay. Hidden Oasis. Und versteckte Oase. Oh, hätte das gedacht. Okay, es hat dann doch nichts mit dem Steiger-Level an sich zu tun. Wow. Okay, danke schön. Für dieses nette Power-Up. Weg mit euch. Okay, weil ich meine, wie waren das bei den anderen Levels? Gut, zum Beispiel beim Sonic-Level, den Versteckten, hat das Level immer noch mit der Sonic-Welt zu tun. Jetzt haben wir ein Shy Guy Beach, jetzt ist eine Oase. Ich meine, ist immer noch so ein tropischer Spaß, aber ich glaube, es hat schon einen Unterschied. Und Shy Guys hat das Ganze auch nicht mehr, sondern sehr viele von den Munchern. Viele, viele Muncher. Okay, mal sehen, wie ich hier überlebe. Jetzt erst recht ohne Cape. Vielleicht. Ja. Oh, ein Giftpilz. Nein, 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 nein. Weg mit dir und. Oh Mann, ich würde mich ja voll noch stylisch durchducken. Okay. Oh, jetzt habe ich die Plattform. Oh, die erreiche ich ja gar nicht mehr. Mist. Okay, warte, da hochzukommen ist wirklich übel. Jetzt habe ich die Gelegenheit. Jetzt muss der Typ erstmal wegkommen. Okay, hier stehe ich, denke ich, erstmal sicher. Komm schon. Move faster, Pokey. Runter mit dir. Gut. Geschafft. Und noch mehr Geld. Boah, wir werden so mit Geld zugeschüttet. Das ist schon echt beängstigend. Okay. Jetzt haben wir so eine Art Wario. Level, zumindest optisch und musikalisch her gesehen. Und zwei Capes. Und da ist das gute Ding. So, nächstes Level ist Venom Cave. Das ist, ich denke mal, ich. Das war echt gemein, weil es stand irgendwas nur von Venor, Venom, so heißt es ja, und dann musste ich Venom Tunnel durchsuchen, weil ich keine Ahnung hatte, und Venom Cave. So, aber es ist tatsächlich hier. So, und das Ding müssen wir drücken, und ich glaube damit, gucken wir mal hier, da ist die Tür. So. Was haben wir denn hier? Noch mehr Power-Ups, okay. Das Ding ist voll cool, es kann sogar blinzeln. Okay. Hey, du hast Top Secret Area 6 gefunden. Diesmal habe ich eine frostige Challenge für dich. Bist du bereit? Ja, okay. Machen wir mal. Also Eis. Okay, Eis und ganz viele von den Viechern hier. Okay, der geht noch da, der geht auch noch da, der geht noch da, der geht wieder normal. Die klassische Variante. Ah, da war ich hier schnell genug. Aber, ich meine, wenn ich schon mal hier bin, hole ich mir auch noch die Vollblume. So, Sniffets, Mann. Weg mit euch. Okay, oh. Da wäre ich ja fast drauf reingefallen. Oh, Mann. Wie bin ich hier wieder hochgekommen? Ich wollte da noch nicht mal hoch. Okay, warte. Jetzt habe ich so einen Rewind gemacht, dass ich sogar die Vollblume zurück habe. Wow. Ja, hier kommt einer, das dachte ich mir schon, wegen der Münze.
Und der Einkerbung. Hier muss ich auch stehen bleiben. Okay, man muss sich immer halt daran so ein bisschen orientieren. Das ist toll. Und dann sind da zwei Thrumps und dann wird man von dem Sniffet erwischt. Wie gemein. Oh, das brauche ich. Schnell. Oh. Ja, komm mal her. Gut. Ist hier das nächste drin? Okay. Wow, da hat mich erwischen lassen. Gut. Komm runter. Komm. Ich habe gehofft auch. Naja, runter und nicht nach links. Das. Okay, wie mache ich das, dass es irgendwie erfolgreich wird? Also hoch ist ja ganz gut und schön, aber runter geht Mario so langsam, dass ich gar nicht ausweichen kann meistens. Guck, jetzt kann ich hier problemlos durch, aber wenn es nach unten gehen würde, dann. Nee, überhaupt nicht. So, wie sieht's aus? Yeah, geschafft. Okay, noch eine Feuerblume. So, ja, dann klettern wir mal hier hoch. Aber man kann mir sagen, was man will. Bis jetzt war es ein Level mit den Bullet Bills oder Banzai Bills immer noch das Schwierigste. Das war es dritte, glaube ich. So. Was ist los hier? Es gab zwei Wege. Aber beide führen mich hier hoch, oder? Ja, okay, dann ist ja gut. So, und das nächste Level trägt den Namen Manor Defense. Manor Defense. Oder? Warte mal. Lass mich auch mal. Ich habe einen Zettel hier. Habe ich einen Fehler gemacht? Ich könnte mich auch irgendwie gerade vertan haben. Warte mal, ich habe noch einen anderen Zettel hier. Der ist viel. Nein, das ist er nicht. Ist das der Zettel? Ja, das ist der Zettel. Ich muss mal jetzt kurz eine Sekunde gucken, ja? Vielleicht. Ich meine, wo ist ein Manor Defense? Ich dachte, das würde hier kommen. Hier ist nirgendwo Manor Defense. Davon. Weil ich glaube, da haben wir auch die Reihenfolge nicht so ganz richtig gemacht, wenn das hier irgendwo erst kommt. Ach, hier ist es. Okay, dann haben wir es von der Reihenfolge Level 6 und dann Level 5 erst gespielt. Ansonsten ist eigentlich alles richtig. So, es geht darum, dass ich hier ein Cape nehme und dann hier hinfliege damit. Und hier nach rechts gehe. Gut. Weil dann mein Fehler, als ich das aufgeschrieben habe. Ich habe mir ja erstmal Notizen gemacht überall und die dann versucht, in einer übersichtlichen Liste aufzuschreiben. Aber dabei habe ich anscheinend Nummer 6 und Nummer 5 vertauscht. Wie kriege ich das denn hier auf? Spinjumps vielleicht? Ah, ne, ich habe eine andere Idee. Wir nehmen den Kollegen hier mit. Oh, ja, genauso. Aha, schon hat man Erfolg. Und weiter. So. Hey, du hast Top Secret Area 5 gefunden, weil ich habe mich schon gewundert, dass der 6 gesagt hat eben. Okay. Area of Mountain. Okay, warte mal. Also eine Bergwelt mit jungen Paracoopers. Du kannst auch fliegen. Mit der Hilfe von Yoshi. Na gut. Das heißt, kriege ich jetzt einen Yoshi und dann fliege ich mit ihm, oder? Wie soll es auch schon? Ah, okay, sowas. Okay, fliegen wir einfach mal hier hoch. Cool, dass das in einem Hack eingesetzt wird, dieses. Das ist halt so ein Feature, ne? Also, man nimmt einen Yoshi und dann, wenn man die Flüge einsammelt, kommt man in einem Bonus-Level. Feature aus Super Mario World, das hat man eigentlich kaum in einem Mario-Hack. Aber hier wird es eingesetzt. Das ist natürlich eine sehr geile Sache. Ah, Mann. Ich habe gehofft, man kann da durch. Aber nö, wir müssen warten. So. Beim dritten Mal lerne ich es sogar auch. Und über diese Krähen. Scheiße, ey. Ekelhaften Viecher. Na gut. Gut. Also Yoshi müssen wir natürlich behalten. Okay, jetzt regnet es über diese Dinger. Woher soll ich denn vorher wissen, wo die runterkommen?
dann werde ich auch von einer Explosion von einer getroffen. Okay, dieses Fliegen ist viel einfacher, wenn man ein Cape hat, weil sonst muss man die ganze Zeit den Knopf mashen. Okay. Aber ich versuche mal so weit zu spulen, dass ich wenigstens mein Cape wieder habe, weil dann kann man den Knopf auch gedrückt halten. Zum Fliegen. Sonst muss man die ganze Zeit immer wieder neu drücken und fliegt auch viel langsamer hoch. So, das ist eine ganz schön Scheißstelle, wie ihr vielleicht selber merkt. Ich versuche einfach der Münzspur zu folgen, in der Hoffnung, dass... Ja, da ist man aber gar nicht sicher, ich denke. Sondern wenn ich Yoshi verloren habe, habe ich natürlich auch das Spiel verloren, aber er ist hier. So, und die Dinger regnen immer wieder von vorne runter, oder? Ja, jetzt regnet es hier, ich weiß gar nicht, ich hatte irgendwie eine Erinnerung, dass er erst nach rechts kommt, nach links meine ich. Okay. Also, ich würde sagen, das Bullet Bill Level war immer noch schlimmer. Exit. Yeah, ist hier vielleicht noch irgendwo ein... Ah, hier, perfekt. Ach, warte, da ist das Ding, ich will es einsammeln. Yeah, Yoshi dürfen wir leider nicht behalten. So, dann hätten wir das. So, dann müssen wir zu Area 16B. Und kann man hier rein? Nö. Da müssen wir halt ein bisschen Level machen. Okay. Ah, dann kommen wir hier lang. Ein Weg, der uns vorher noch nicht möglich war, aber ein sehr offensichtlicher Weg sogar. So, okay, du hast Top Secret Area 7 gefunden. Okay. Geh schon weiter. Hehehe. Na gut. Also hier lang. So, okay, ein Level mit Kettensägen, diesmal oben und unten. Von mir, das ist ja interessant. So, Happy Goomba, wir töten einfach seine Freunde, die in diesem Level gefangen sind. Okay, schön den Lasers ausweichen. Das Coole ist, wir können die Gegner mal nehmen und hochkriegen. Das macht erstaunlicherweise sogar voll Spaß. Oh, das hat jetzt keinen Spaß mehr. So. Ach, scheiße, das Ding steigt ja. Das ist mir gleich aufgefallen. Okay, damit wäre ich das Cape auch schon mal los. Oh. Okay, wie schnell soll ich denn da durch? Moment. Meine Reflexe. So, jetzt springen. Noch bevor es ganz ausgegangen ist. Schon los. So, hier geht es ja ein bisschen lockerer zu, denke ich. So, man muss hier teilweise sehr schnell reagieren. Oh. Boden? Boden. Gut. So. Es läuft ja bis jetzt. Der Anfang war irgendwie cooler. Ach scheiße, jetzt war ich zu schnell unterwegs. So, diesmal aber. Ja, oh, die Stelle wird nicht schön. Aber gut, ich hab's geschafft. Hier, den hau ich mal weg. Ah, fuck. Okay, jetzt habe ich dieses Ding doch wieder. Na, nach oben damit. Okay, jetzt wird es ein bisschen knapp hier. Gut, hab einen übersprungen. Oh, der wird es mir nicht einfach machen. Aber gut, das Spiel bleibt hier stehen. Also, ich habe jetzt hier alle Zeit der Welt zu beenden, weil der Typ mir ganz schön im Weg stand. So, gib mir mal ein paar Sachen zum Aufpushen hier. Das brauche ich nämlich. Gut, Exit. Vor allem wieder diese Welt mit lustiger Musik diesmal. Und ein P-Switch. Oh, wenn wir ihn drücken, kommt ganz viel Geld. Schon wieder. Warum nicht? Gleich zweimal. Okay. So. Oh, mir geht sogar die Zeit aus. Egal. Sammeln wir einfach den Typen ein. So, das war's dann.
für heute. Einen haben wir noch übrig. Den machen wir im nächsten Part. Ihr werdet fasziniert sein, wo der versteckt ist. Also bis dann.